Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Projektanalyse. Auch heute mal wieder ein recht kleinerer Coin, denn ich hatte euch ja im letzten Video schon erklärt, wir schauen uns jetzt in der letzten Zeit noch ein paar kleinere Projekte an, einfach weil wir nochmal was Neues ins Portfolio reinmischen möchten. Das heißt, wir haben uns erstmal ein Fundament gebildet und jetzt schauen wir uns doch mal ein bisschen was Kleineres an. Ansonsten bin ich jetzt leider immer noch krank, das heißt, meine Stimme hört sich immer noch ein bisschen beschissen an, aber ich wollte jetzt auch nicht irgendwie ein, zwei Wochen keine Videos hochladen. Von dem her seht mir das Ganze nach. Aber Freunde, ich würde sagen, starten wir doch direkt rein. Lasst dem Ganzen natürlich wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Um weitere solcher Videos nicht zu verpassen, kommt gerne in die Telegram-Gruppe, denn auch dort teilen wir schon vorab sogar einiges, was wir aktuell machen, wo wir rein investieren und welche Coins wir gerade analysieren. Das heißt, wenn euch das Ganze gerade im Hinblick auf den nächsten Bullrun interessiert, kommt da sehr gerne rein. Und heute haben wir etwas, wo zwei Dinge interessant sind. Einmal haben wir eine Smart Contract Plattform, die Transaktionen günstig, schnell und skalierbar machen möchte, wie im Grunde genommen alle Smart Contracts Plattform. Aber interessant ist hier erstmal, dass wir einen recht kleinen Coin haben und dass wir auch ein dezentrales Cloud Computing anbieten. Darauf werde ich gleich nochmal näher eingehen. Erstmal schauen wir uns wie immer die Basics an. Das heißt, wir haben hier einmal die Tokenomics. Wir sind auf Rang 413 nach Coin Market Cap, beziehungsweise haben wir eine Market Cap knapp unter 100 Millionen und ein gehandeltes Volumen von 3 Millionen, was nicht krank ist, aber mit der Größe ist das noch recht okay. Und wir haben ein Maximum Supply von 10 Milliarden Kudos Tokens und davon sind hier aktuell circa 6 Milliarden im Umlauf und das Ganze ist auch wie so oft auf Ethereum aufgebaut. Hierzu muss man sagen, wir sind auch interoperabel mit dem Cosmos Ökosystem und ich gehe jetzt auf das ganze Smart Contract Thema nicht groß ein, denn ich meine, wir haben es jetzt schon bei gefühlt 10 Coins schon in den Videos gesagt, was das Ganze bringt. Uns interessiert im Grunde genommen eher so ein bisschen das Thema Computing Service. Das kann eben auch Token Nachfrage mit sich bringen, neben der normalen Anwendung als Utility Token mit dem Smart Contract Konzept. Kudos ermöglicht es hier eben günstig Computing Power zu verkaufen und zu kaufen bzw. zu erhalten. Und ich meine, dadurch, dass wir jetzt eine riesige KI-Revolution erwarten, wird eben sehr, 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 sehr viel Rechenpower benötigt werden. Ich meine, das ist bestimmt das 100 oder das 1000-fache von dem, was wir aktuell haben, eher das 1000 oder 10.000-fache. Und von dem her greifen wir jetzt natürlich wieder was an, was die Leute sehr interessant finden, gerade im Hinblick auf einem Hype im KI-Sektor, der ja sehr wahrscheinlich kommen wird, schon war, aber es gibt noch echt viele Bereiche, die offen sind, wo das Ganze nochmal sehr interessant werden wird im nächsten Bullrun, beziehungsweise ist es halt auch einfach etwas, wo sich viele Leute was drunter vorstellen können, schon mal die ersten Berührungspunkte hatten. Ich habe es ja schon öfters gesagt, das Ganze kommt einfach einfacher in die Köpfe rein. Das heißt, ich denke mal, wenn ihr jetzt durch die Straßen geht und jemanden fragt, was sind Smart Contracts, dann guckt ihr euch sehr wahrscheinlich dumm an, aber wenn ihr ihm fragt, was ist KI, dann kann er vielleicht schon irgendwie sagen, okay, das hat doch irgendwas mit dem ChatGPT und sowas zu tun und das ist einfach viel greifbarer, sage ich mal. Deswegen ist da natürlich auch viel mehr Nachfrage im Grunde genommen auch. Ansonsten interessant bei dem Ganzen ist natürlich, wir wurden auch hier mal wieder im Bärenmarkt beziehungsweise eher Richtung Top gelauncht und hatten jetzt in der letzten Zeit eher einen Abwärtstrend und haben jetzt kein wirkliches Hoch gehabt, kein Alltime High. Das heißt, wir haben hier natürlich noch mal wieder auch einfach charttechnisch gesehen viel Platz nach oben, weil wir einfach keine wirklichen Grenzen haben im Grunde genommen. Das Ganze ist aktuell zumindest unserer Meinung nach noch recht gut bewertet. Ich meine, wir waren jetzt vor knapp einer Woche oder so auf Rang 500, jetzt sind wir schon auf 400, aber das Ganze geht halt gerade bei einer kleinen Market Cap echt schnell. Und aktuell haben wir sowieso viele Altcoins am Pumpen, das heißt, wir sind da jetzt auch schon vor kurzer Zeit eingestiegen, aber jetzt haben wir natürlich über die letzten ein, zwei Tage hier einen schönen Pump gesehen. Das heißt, ich hätte mir auch gewünscht, ich hätte das Video früher gemacht. Und an der Stelle, Freunde, wenn ihr euch optimal auf den nächsten Bullrun vorbereiten möchtet, dann checkt gerne unsere Telegram-Gruppe ab. Diese ist wie immer komplett kostenlos. Wir sind da wirklich täglich im Austausch mit euch, versuchen euch da bestmöglich weiterzuhelfen, teilen natürlich auch unsere Marktprognosen bzw. Chartanalysen, sei es zum Bitcoin oder aber auch zu den Altcoins, natürlich aber auch zu Coins, die ihr euch vielleicht sogar wünscht, aber eben auch, wann wir ein- und verkaufen, welche Projekte wir uns vielleicht sogar anschauen und noch vieles mehr. Das heißt, wenn euch das Ganze interessiert, kommt da sehr gerne rein. Aber ansonsten ja wieder das Thema charttechnisch brauchen wir das Ganze im Grunde genommen nicht wirklich anschauen. Ich meine, wir können jetzt sagen, okay, wir haben hier irgendwie einen Impuls nach oben, 1, 2 Bewegung, bla bla bla. Aber es ist halt echt ein kleiner Coin. Und, was sollen wir jetzt hier groß irgendwie charttechnisch uns das Ganze anschauen? Da gibt es einfach viel mehr Faktoren, die einen viel größeren Einfluss auf das Ganze haben. Ich meine, sei es jetzt Anwendung sowieso, aber auch Pumps, Dumps, Hypes, bla bla bla. Gerade in dem Stadium brauchen wir uns das Ganze charttechnisch sehr wahrscheinlich einfach nicht anschauen. Zumindest jetzt auf die nächsten 1, 2 Jahre. Natürlich auf die nächsten paar Monate könnte man sich jetzt hier irgendwie positionieren, das Ganze traden, aber würden wir bei so kleinen Coins eher nicht machen. Ansonsten, wenn wir nochmal kurz auf interessante Partnerschaften eingehen,
gehen. Dann haben wir nochmal AMD und GOTY. Das heißt, die zwei Firmen haben sich mit Kudos zusammengeschlossen. Das heißt, wir haben hier nochmal was Interessantes im Gaming-Sektor und vor allem eben die Partnerschaft mit AMD, einem Riesenkonzern neben Nvidia, wo es auch was gegeben haben soll im Bereich der Computing Power. Denn ich habe euch ja schon erklärt, warum Computing Power so interessant ist. Und ich meine, wir haben das ganze Thema ja auch schon bei Render und da hat das Ganze ja auch schon recht gut geklappt mit der Partnerschaft mit Apple, würde ich mal behaupten. Ich meine, wenn Entwickler und Firmen ihre KIs trainieren wollen, sie weiterentwickeln wollen, aber eben auch, wenn sie diese nutzen, dann brauchen sie einfach sehr viel von dieser Computing Power. Da kann man sich jetzt keine riesen Computerhallen ins Gebäude reinbauen, sondern das Ganze macht man viel effizienter eben über dieses Computing-Thema, wo eben Rechenleistung aus verschiedenen Netzwerken gezogen werden kann und diese eben nicht wirklich vor Ort sein muss, wo sie riesen Rechenzentren in ihrer Firma brauchen, sondern das Ganze kann sich eben sozusagen rübergezogen werden. Und das ganze Thema wird sehr wahrscheinlich einfach echt ein riesen Ding in der nächsten Zeit, denn es wird echt essentiell. Ich meine, umso weiter wir mit der Technik kommen, umso mehr Rechenleistung brauchen wir und umso mehr sind wir eben auch auf dieses Thema angewiesen. Und wir haben aktuell im Computing-Bereich Render, was mir jetzt so in den Kopf kommt, und die werden sehr wahrscheinlich jetzt auch nicht den Markt alleine irgendwie beherrschen, sondern da gibt es einen riesen Kuchen und da können echt viele Leute was von abhaben. Das heißt, auch Kudos wird hier sehr wahrscheinlich nicht leer ausgehen und einfach dadurch, dass die noch so klein sind, ist das Ganze halt echt interessant, sich das einfach mal anzuschauen. Wie gesagt, das Ganze ist niemals eine Anlageberatung. Wir zeigen euch hier nur, was wir hier so interessant finden und uns aktuell mal so ein bisschen anschauen und wo wir natürlich auch von überzeugt sind, dass das Ganze in Zukunft auch was werden kann. Und Freunde, an der Stelle würde ich aber sagen, war es das mit dem Video. Ich denke, ihr habt jetzt einen groben Überblick, was das ganze Projekt kann, wo es hingehen kann und was es überhaupt macht. Ansonsten würde ich aber sagen, Freunde, wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, lasst uns ein Abo da, um weitere solche Videos nicht zu verpassen. Lasst uns gerne Kommentare in der Kommentarbox da, einfach, dass wir ein gewisses Feedback haben, wissen, was gefällt euch eher nicht. Ansonsten, Freunde, würde ich aber sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.